gerade die HVV-App benutzt, um zu gucken, mit welchem Bus ich nach Hause fahren muss. Die ist sehr übersichtlich und benutze ich auch viel und hilft mir auf jeden Fall weiter. Nutze ich in der Tat gerade, weil ich nach Övelgönne will und gerade geschaut habe, mit welchem Bus ich fahren muss. Und das ist die 213. Kommt in 5 Minuten. Ja. Die digitale Welt, unser Alltag ohne die immer aktualisierten Informationen aus dem Internet, für die meisten von uns nicht mehr vorstellbar. Sie informieren uns nicht nur über die Geschehnisse in der Welt, sondern erleichtern uns oft den Alltag, sei es beim Shoppen oder bei unseren Ausflugsplanungen. Seit Januar 2017 ist noch ein weiterer Punkt dazugekommen. Nach den U-Bahnen konnte die Hochbahn jetzt auch die Echtzeit der Busse im Internet und in der HVV-App umsetzen. Die Fahrgäste können damit die Abfahrtzeiten sämtlicher Buslinien in Echtzeit verfolgen und somit sehen, ob der Bus pünktlich ist bzw. wie viele Minuten Verspätung aktuell vorliegen. Zu den Spitzenzeiten sind in Hamburg fast 1000 Busse unterwegs. Aber wie funktioniert das eigentlich, dass alle Signale gleichzeitig bearbeitet und verarbeitet werden und bei uns Fahrgästen ankommen? Wir schauen uns in der heutigen Sendung dieses wirklich ausgeklügelte System mal ein bisschen genauer an. Wir sind in der Busleitstelle gelandet. Von hier aus wird alles koordiniert. Mehr als 111 Linien, fast 1000 Fahrzeuge und 1300 Haltestellen. Hier dreht sich vieles um das System FIMS, das die Busse immer im Blick hat. Jens Müller von der Planung Kommunikationsanlagen erklärt uns als erstes, was FIMS eigentlich bedeutet. FIMS steht für Fahrgastinformations- und Managementsystem. Dieser Begriff macht deutlich, dass die Fahrgastinformation im Mittelpunkt des Projektes stand und eine ganz zentrale Aufgabe des Systems ist. Können Sie in möglichst einfachen Worten erklären, wie das System überhaupt funktioniert? Wie geht's? Alles fängt erstmal mit der Datenversorgung an. Diese besteht aus den Streckendaten, also einer Beschreibung sämtlicher Fahrwege, die wir haben, mit allen dazu notwendigen Informationen und den aktuellen Fahrplandaten. Diese Daten werden in der Regel wöchentlich aktualisiert und des Nachts in den Betriebshöfen auf die Busse geladen. Herr Müller, bis hier erstmal vielen Dank. Wir sprechen gleich weiter und wir, liebe Zuschauer, werfen mal einen Blick drauf und zeigen Ihnen, wie das System hinter den Anzeigetafeln genauer funktioniert. Schauen Sie mal. Busbetriebshof. Bei Dienstbeginn geben die Fahrer die Daten zum Fahrplan und Streckenverlauf in die Bordrechner ein. So weiß das System, wo der Bus zu welcher Zeit sein soll. Mithilfe eines GPS-Empfängers im Bus kann zudem der genaue Standort bestimmt werden. Diese Standortinformation wird alle 30 Sekunden über Digitalfunk an den zentralen FIMS-Leitrechner übermittelt. Das ermöglicht den direkten Vergleich der Soll- mit der Ist-Situation. So wissen auch die Disponenten in der Busleitstelle, ob die Busse den Fahrplan einhalten, zu früh oder zu spät sind. Die Prognose, wann der Bus an der nächsten Haltestelle abfährt, wird dann per Digitalfunk an die elektronischen Anzeigetafeln übertragen. Im Falle von Störungen wie Staus, Unfällen oder Umleitungen können die Disponenten mit den Busfahrern Kontakt aufnehmen und zusätzliche Informationen für die Fahrgäste erzeugen, die dann auf den BFI-Anzeigern dargestellt werden. Zurück in der Busleitstelle. Jetzt gibt es ja die sogenannte, wir nennen es die Hochbahnminute. Was ist eine Hochbahnminute? Die Minutenzahl auf den Anzeigern ist eine Prognose, die die aktuelle Verspätungslage des Busses berücksichtigt. Wenn nun in einer Minute an einer Haltestelle ein Fahrzeug erwartet wird und dieses Fahrzeug aber kurz vor der Haltestelle nochmal unerwartet in einem Stau stecken bleibt, dann führt genau die Aktualisierung der Abfahrtsprognose dazu, dass diese Minute länger dargestellt wird, bis der Bus dann tatsächlich wieder fahren kann. Warum wird die Uhrzeit angezeigt? Oder ja, im Normalfall wird ein Minuten-Countdown angezeigt. Wenn aber von einem Bus mal keine Ist-Daten vorliegen, dann wechselt die Ankündigung auf die Soll-Abfahrtszeit im Fahrplan. Okay. Und damit das für die Fahrgäste ersichtlich ist, wird diese dann eben nicht als Countdown, sondern als Uhrzeit dargestellt. Mhm. Wer mit offenen Augen in Hamburg Bus fährt, hat festgestellt, nicht an allen Haltestellen sind die digitalen Anzeiger vorhanden. Warum ist das so? Na, aus Kostengründen ist es nicht möglich, alle Haltestellen auszurüsten. Na, wir haben uns dann konzentriert auf die Haltestellen mit sehr hohem Fahrgastaufkommen und eben wesentliche Umsteigeknoten, die ausgerüstet wurden. Es gibt Alternativen, Stichwort Smartphone. Ja, seit Anfang diesen Jahres ist es auch möglich, dass die Fahrgäste im Internet über ein Smartphone auch die Echtzeitdaten für alle Haltestellen abrufen können. Okay, wunderbar.
Vielen Dank, Herr Müller, vielen Dank für Ihre Zeit. Und das ist ein gutes Stichwort, Smartphone, Echtzeitübertragung. Und genau das, liebe Zuschauer, schaue ich mir jetzt mal genauer an. Seit Januar 2017 gibt es die Echtzeitinformationen für die Busse in der HVV-App. Für die U-Bahn konnte man das bereits vor 2,5 Jahren umsetzen. Die Ausstattung der Bus-Fahrplanauskünfte war für die Hochbahn eine besondere Herausforderung. Wir treffen uns an der Mönckebergstraße mit der Projektleitung Stabstelle Projekte Nils Wemmel. Was verbirgt sich hinter dieser Stabstelle? Also wir sind ja erstmal im Bereich Zugsicherungs- und Kommunikationsanlagen. Mhm. Dahinter versteckt sich auch, dass da die Leitstellen drin sind. Und es gibt eine Stabstelle extra bei uns in der Abteilung, um ein bisschen übergreifend das zu sehen. Das heißt, wenn es um die Leitsysteme geht, Leitsystem-Update, die ganze Infrastruktur, die dahinter steht, da gehören mehrere Systeme zusammen, mehrere Systemverantwortliche. Ja. Das dann übergreifend zu sehen mit den mehreren Schnittstellen im Leitsystem selber. Dafür gibt es dann unsere Stelle. Da machen wir Projektleitung und gucken so ein bisschen und dann ziehen wir uns die einzelnen Verantwortlichen aus den einzelnen Bereichen, den Systemverantwortlichen zusammen und bilden dadurch ein Projektteam ab. Wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt? Wie viel kommen dazu? Sind das momentan so 180. Okay. Vieles mit Werkstätten, das heißt, wir betreiben ja unseren eigenen Systemservice, wir haben unseren Bereitschaftsdienst, der immer geschult ist, der 24/7 erreichbar ist, der immer dafür sorgt, dass U-Bahn und Busse laufen, dass die Infrastruktur technisch, die dahinter steht, immer funktioniert. So, wir haben ja von der Müller schon viel gehört. Wir haben uns deswegen jetzt hier verabredet, weil wir hier digitale Anzeiger haben. Aber es gibt wunderbare neue Alternativen, Stichwort App beispielsweise. Genau. Das ist so ein Thema. Mit der App kann man ja heutzutage hervorragend einen Abfahrtsmonitor aufrufen und sich eigentlich das anzeigen, was an dem Anzeiger steht, plus die Informationen von der anderen Seite, plus die Informationen von umliegenden Haltestellen, wenn man das irgendwie haben möchte. Beziehungsweise über die App kann man ja auch die Echtzeitauskunft machen, in der dann gleichzeitig drin steht, wie viel Bahn, die Bahn, der Bus, wie viel Verspätung die aktuell haben. Und besonders die zusätzlichen Fahrzeuge, die eingesetzt werden, die in der Regel nicht im Fahrplan drin steht, um Verstärkung zu machen. Okay. Beziehungsweise Fahrtausfälle werden gleich mit integriert und die Auskunft leitet sich dann automatisch um, dass gesagt wird, eigentlich könnte man die U-Bahn nehmen, aber die eine U-Bahn fällt gerade aus, nimm doch lieber den Bus, der ist verstärkt eingesetzt. So, jetzt haben wir den direkten Vergleich, nämlich hier sehen wir die App im Vergleich zum digitalen Anzeiger. Was können wir erkennen? Im Endeffekt, dass die gleichen Daten da drauf sind. Der Anzeiger kriegt noch mal eine genauere Aktualisierung, wenn der Bus rausfährt. Das weiß die App dann so in dem Sinne natürlich nicht, weil die jetzt nicht direkt mit dem Bus kommuniziert, nicht so schnell. Aber im Endeffekt, es stehen die Sofortzeiten, stehen jetzt mit der App als jetzt drin. Okay. Dann gibt das in einer Minute, in 5 Minuten, das sind die gleichen Zeiten, das ist die gleiche Datenbasis, auf die zurückgegriffen wird. So geht gleich bei uns in der Sendung weiter. Wir werfen einen Blick in die digitale Zukunft der Hamburger Hochbahn. Und für Sie, liebe Zuschauer, gibt es vorher die Kurznachrichten. Die neue B&R-Anlage in Berne mit knapp 750 Fahrradstellplätzen wird am 31. Mai eröffnet. Nach der Saarlandstraße, Poppenbüttel und Ohlstedt ist es die vierte modernisierte und nach einem neuen Konzept gestaltete Anlage. Zur Verfügung stehen dort sowohl kostenlose, frei zugängliche Abstellanlagen als auch abschließbare Mietplätze. Insgesamt werden im Jahr 2017 3.400 Abstellplätze renoviert und neu gebaut. Die Vorentwurfsplanung für die U4-Verlängerung Honna-Geest ist abgeschlossen. Auf der rund 2,6 Kilometer langen Strecke sind 2 Haltestellen vorgesehen. Unter der Mahnfahrtstraße entstehen die Haltestellen Dannerallee und Stoltenstraße. Die Anbindung der neuen Strecke an das Bestandsnetz erfolgt durch einen Umbau der Haltestelle Honner Rennbahn. Nach derzeitigen Planungen könnte der Bau Ende 2019 beginnen. Wir werfen jetzt mal einen Blick in die digitale Zukunft der Hochbahn und treffen uns dafür mit Sabine Kiel, der Projektleiterin Weiterentwicklung Vertriebstechnik. Mittlerweile befinden wir uns, kann man sagen, in der digitalen Transformation. Ja. Spielt bei der Hochbahn eine richtig wichtige Rolle. Welche Rolle spielt das? Die Hochbahn ist ein Verkehrsunternehmen. Das ist mit Tradition gewachsen, genauso wie die Verbünde deutschlandweit mit den Verkehrsunternehmen zusammengewachsen sind. Das bedeutet, wir müssen uns schon seit Jahren mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Die Kunden merken das halt nur jetzt sukzessive, weil das momentan halt auch sehr stark gepusht wird. Ich selber bin jetzt stolzer Nutzer seit ein paar Monaten.
Daten der HVV-App. Ich finde es riesig, hat unglaublich viele Vorteile. Was gibt es noch für konkrete digitale Anwendungen, die man zurzeit bei der Hochbahn hat? Also grundsätzlich ist es das Ziel, dass wir die HVV-App natürlich zu einem unserer stärksten Vertriebskanäle auch machen, einfach weil das Smartphone ist überall vertreten. Jeder läuft damit rum, von klein bis groß. Und da haben wir halt auch vieles vor. Geht es auch darum, dass man eben immer, dass der Trend immer mehr dahin geht, dass man Daten individuell zur Verfügung stellt? Genau. Also letztendlich ist ja die große Herausforderung, wie kann man für diese ganzen verschiedenen Kundengruppen die Informationen bereitstellen, ohne dass der Einzelne überfrachtet wird. So, demzufolge wollen wir den Kunden natürlich auch die Möglichkeit geben, dass er sich Profile hinterlegen kann, mit denen er seine Informationen auch steuern kann. Mhm. Dass er auch eine Begleiterfunktion bekommt, wenn er mit uns fährt, dass er dann auch Störungsmeldungen für seine individuelle Linie bekommt, ohne dass er alle Störungsmeldungen sich durchgucken muss, zum Beispiel. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wenn wir in die Zukunft schauen, denkt da die Hochbahn schon viel, viel weiter? Also, dass man, dass vielleicht auch das Smartphone nur ein Übergangsmedium sozusagen ist? Oder in welche Richtung gehen da die Gedanken? Also grundsätzlich kann man sagen, wir als Hochbahn haben natürlich auch den öffentlichen Auftrag, uns breit aufzustellen. Einfach damit man jedem die Möglichkeit gibt, der auch zum Beispiel kein Smartphone hat, mit uns zu kommunizieren. Sei es, dass der Kunde in die Servicestelle geht, dort kompetente Beratung bekommt, dass wir unsere Servicestellen mehr öffnen und dort auch digitale Medien den Kunden erklären können. Sprich, unsere Berater werden auch weiter ausgebildet zum digitalen Berater, so nenne ich das jetzt mal. Oder dass wir Self-Service-Terminals anbieten, wo der Kunde auch mit uns ins Gespräch kommen kann, wenn er Probleme hat. Wo er dort seine Kundenselbstverwaltung im Internet vornehmen kann. Oder er selbst, wenn er zu Hause ist, im Internet mit uns kommuniziert und dort halt seine Abo-Anträge anfertigt oder seine HVV-Card bestellt. Also wir haben ganz viele Ideen. Natürlich geht die Tendenz auch dahin, dass wir sagen, wir wollen die neuen Kanäle wie Social Media, WhatsApp oder Facebook nutzen, damit die Kunden mit uns auch in der Kundenkommunikation sich austauschen können. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke. Auch Ihnen tschüss, liebe Zuschauer. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Hochbahnmagazin. Und wie immer an dieser Stelle verabschieden wir uns mit den legendären Worten mittlerweile. In Hamburg sagt man tschüss. Genau. Ciao.